Hallo und herzlich willkommen zum Kachelmann-Wetter. Wir blicken auf das Wochenende und natürlich auch darüber hinaus, denn das Wochenende, das können wir relativ schnell abhandeln. Das wird freundlich und trocken werden. Interessanter wird es dann in der nächsten Woche, wo sich die Wetterlage umstellt, wie in eine westliche Strömung, in eine stramme Westlage kommen. Ja, damit wird es doch sehr windig bis stürmisch werden. Und wir gucken gleich nochmal ein bisschen genauer drauf, ob sich da im Laufe der Woche eventuell auch eine größere Sturmlage, zumindest nach jetzigem Stand, entwickeln könnte. Nun, wir gehen das Ganze natürlich chronologisch durch und beginnen mit dem heutigen Freitag. Und da ist auch schon doch ja einiges los. Wir haben es immer noch mit einer Kaltfront zu tun, die jetzt in der Nacht über die Landesmitte in Richtung Süden zieht oder gezogen ist. Und die wälzt so ein bisschen. Und die hat jetzt in der Nacht und in den Frühstunden bringt die nochmal gerade so Richtung Thüringen, hat die in der Nacht Schneefall bis relativ weit runtergebracht. Und heute in den Früh- und Vormittagsstunden schneit es dann auch nochmal in Sachsen relativ weit runter. Vor allen Dingen so oberhalb 300 Meter mal aufpassen. Da ist es doch durchaus glatt durch entsprechenden Schneefall. In Richtung Süden hat es an den Alpen ja erstmal noch relativ lange jetzt geregnet. In den Früh- und Vormittagsstunden kommt dann hier die Kaltfront an, beziehungsweise die kältere Luft. Und hier sinkt die Schneefallgrenze bis in die Täler. Und hier kann es ganz besonders so bis in die Mittagsstunden nochmal längere Zeit schneien. Ansonsten haben wir halt dieses wechselhafte Schauerwetter. Im Nordwesten sind in der Nacht schon ja kräftige Schauer mit einem kleinen Tief aufgezogen, was über den Norden hinwegzieht. Und diese ja Schauer- oder schauerartigen Regenfälle verlagern sich heute im Laufe des Tages weiter in Richtung Osten und Südosten. Schwerpunkt dann so mittags, nachmittags, so im zentralen und östlichen Mittelgebirgsraum, auch so Sachsen-Anhalt, auch hier mal schauerartige Regenfälle, auch einzelne Gewitter sind generell mal möglich. In tiefen Lagen ist es doch meist eher Regen, Schneeregen oder allenfalls mal Graupel, so oberhalb 300, 400 Meter in den Mittelgebirgen. Da wird es doch dann meist auch Schnee sein. Ja, und mit dieser Verlagerung des Tiefs wird es dann im Nordwesten, so von der Nordseeküste Niedersachsen bis nach Ostwestfalen, südliches Niedersachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, auch vorübergehend doch mal sehr windig bis stürmisch werden. Böen so von 60 bis 70 km/h sind hier durchaus mal möglich. Später lässt der Wind dann im Nordwesten dann allerdings dann auch schon nach. Hier wird es stabilisieren und dann im Nachmittagsverlauf im Norden und Nordwesten auch recht freundlich werden. Hier entwickeln sich dann kaum noch Schauer. Nun, bei den Temperaturen sehen wir, haben so Werte so im höheren Bergland, auch in den Alpen von um die 2 Grad. Ansonsten liegen sie so zwischen 4 Grad im Nordosten und bis zu 8 Grad am Oberrhein. Dann gucken wir aufs Wochenende. Über die Nacht wollen wir noch mal kurz ein paar Worte verlieren. Habe keine Karte mehr gemacht, habe ich die letzten Tage ja schon erwähnt. Letzte Flocken oder Niederschläge lassen generell nach. Die Wolken, so heißt es, lockern großflächig auf. Und dann wird es mal wieder überall frostig werden in einigen Mittelgebirgstälern und auch in den Alpen, wo jetzt sogar noch frischer Schnee gefallen ist. Da ist auch örtlich strenger Frost von unter minus 10 Grad möglich. Dafür gibt es dann am Wochenende allerdings freundliches, sonniges Wetter. Auch der Sonntag durchaus doch ein bisschen freundlicher noch als gestern noch angedacht. Wir gucken aber erstmal auf den Samstag und da geht es dann ja nach örtlichen Nebelfeldern. Gibt es halt viel Sonnenschein, heiteres Wetter, wenige Wolken. Insgesamt ein bisschen wolkiger. Wie auch gestern schon erwähnt, wird es im Norden und Nordwesten des Landes sein. Da sind mal ein paar Wolkenfelder, die durchziehen. Nicht der strahlende Sonnenschein. Aber der Gesamteindruck bleibt auch hier freundlich und es bleibt natürlich überall trocken bei ja wenig veränderten Temperaturen im Vergleich zum Freitag. Sie liegen so bei 2 bis 8 Grad. Dann schauen wir auf den Sonntag und ja, da sieht es doch ein bisschen freundlicher aus. Gestern hatten die Modelle doch schon relativ schnell viele Wolken im Westen und Norden des Landes drin. Vielleicht sogar schon mal erste Tropfen. Nein, es wird jetzt wahrscheinlich wirklich bis abends komplett trocken bleiben. Dazu wird es auch im Norden und Westen des Landes noch Sonnenschein geben. Im Laufe des Tages, ja, werden die Wolken wahrscheinlich insgesamt dann doch ein bisschen zahlreicher werden. Aber die Sonne wird halt immer mal wieder mit dabei sein und es bleibt halt auch entsprechend trocken. Ansonsten im großen Rest des Landes sowieso viel Sonnenschein, wenige Wolken, also nochmal richtig tolles Wetter. 2 Tage am Wochenende trockenes Wetter und Sonnenschein. Das hatten wir wirklich schon länger nicht mehr. Dazu steigen die Temperaturen im Vorfeld einer Tiefdruckzone noch etwas an, vor allen Dingen im Süden und Südwesten. Dann häufiger mal Temperaturen um oder über 10 Grad. Am mildesten wird es am Oberrhein sogar mit bis zu 15 Grad in Richtung Norden und Nordosten. Da ändert sich nicht allzu viel. Hier sind es meist Werte so zwischen 4 und 7 Grad. Dann gucken wir auf die neue Woche. Wir schauen mal auf die Wetterlage vom Montag und auch hier sind die Modelle jetzt schon so ein bisschen einheitlicher. Gestern hatte das ECMWF ja noch so ein kleines Sturmei dran mit ja, Sturmpotenzial so für den Westen und für den Nordwesten des Landes. Das ist jetzt doch ein bisschen runtergerechnet, zumindest mit dem Lauf von gestern Abend. Relativ einheitlich. Ja, es wird windiger werden an der Südflanke dieses Tiefs, an der südnorwegischen Küste.
Aber es wird wohl keine große Sturmlage sein. Die zugehörigen Ausläufer werden uns von Westen her erreichen und damit wird es insgesamt noch am Montag sehr mild bleiben. Wir springen mal zwei Tage weiter und schauen dann auf den Mittwoch, zunächst mal auf das ECMWF und da sehen wir sind jetzt wirklich in einer zonalen Wetterlage. Eine stramme westliche Strömung haben wir erwarten können, das heißt Hochdruck, Einfluss, eine Hochdruckzone so über Südeuropa und demgegenüber steht eine Tiefdruckzone über Nordeuropa. Da haben wir zum einen so ein kleineres Sturmtief schon über der Ostseeküste und dann einen richtigen Sturm, Orkanbrummer über dem Nordatlantik, so zwischen Island und den britischen Inseln, der sich dort zum Mittwoch entwickeln soll mit einem Luftdruck ja von unter 950 Hektopascal. Wenn wir das mal mit dem GFS von dem 18Z-Lauf vergleichen, eine grundsätzlich ähnliche Entwicklung, Hochdruckzone über Südeuropa, Tiefs über Nordeuropa. Das GFS betont noch etwas stärker dieses kleine Tief, was so über die Ostsee in Richtung Ostsee zieht und das könnte so ab Dienstagabend in Richtung Mittwoch dem Norden schon eine stärkere oder größere Sturmlage bringen. Das bleibt noch abzuwarten. Das sind halt diese Unsicherheiten bei diesen Entwicklungen. Wir liegen dann zunehmend in dieser Frontalzone mit einem zunehmend auch stärkeren Jet. Da können sich dann halt auch die Randtiefs entsprechend mal verstärken. Das muss man einfach abwarten, wie diese Tiefs sich entwickeln beziehungsweise wie sie dann auch entsprechend genauer ziehen. Nun, so gucken wir uns mal den Montag bis Mittwoch noch ein bisschen genauer an. Der Montag dann ein sehr milder Tag, verbreitet eigentlich Temperaturen über 10 Grad. Die große Sturmlage wird es nicht sein. Sturmböen mal an der Nordsee möglich. An den Alpen wird es föhnig werden, auf den Alpengipfeln Sturm, ja Orkan und damit auch nochmal durchaus an den Alpentälern oder in einigen Alpentälern etwas milder als die hier angegebenen 12 Grad. Dazu dann halt insgesamt auch wechselhafter mit einigen Schauern, die von Westen her aufziehen. Große, mächtige oder kräftige Regenfälle sind aber wahrscheinlich nicht zu erwarten. Nach Osten hin könnte es durchaus auch trocken bleiben. Am Dienstag dann auf der Rückseite dieses Tiefs, was wir gesehen haben, was noch am Montag bei der norwegischen Küste lag, insgesamt bisschen Temperaturrückgang, leicht unbeständig das Wetter, wahrscheinlich Wind erstmal kein allzu großes Thema. Dann ab Dienstagabend in der Nacht zum Mittwoch, da sind halt die Unsicherheiten da. GFS mit einer stärkeren Sturmentwicklung im Norden an der Nordseeküste durchaus möglich. Bleibt abzuwarten, wie es sich entwickelt. Mittwoch der Tag dann, wo es dann wahrscheinlich doch sehr viel windiger und stürmischer wird. Wie stark jetzt die Sturmentwicklung ist, ist noch ein bisschen unsicher. Häufiger Regenfälle, die von Westen her aufziehen. Dazu bleibt es aber weiterhin sehr mild. Winterliche Temperaturen sind wir weiterhin sehr weit von entfernt. Dann wollen wir noch mal kurz auf den Donnerstag schauen. Das könnte nach jetzigem Stand so der Höhepunkt einer möglichen Sturmentwicklung sein. Wir gucken mal auf das Ensemble Mittel des ECMWF von gestern Abend. Und da sehen wir ja weiterhin Tiefdruckgebiete über Nordeuropa. Der Hauptlauf des ECMWF sieht sogar ein starkes Tief, was dann dieses Orkantief, was vom Nordatlantik über Skandinavien in Richtung Osteuropa zieht. Und damit nimmt der Gradient an dessen Südseite stark zu. Hoch könnte sich noch ein bisschen weiter in Richtung Frankreich verlagern und damit wird es wahrscheinlich schon relativ sicher stürmisch werden, so von den britischen Inseln bei uns so über den Nordseeraum, Norddeutschland bis nach Osteuropa. Aber wie gesagt, Details sind hier einfach nochmal abzuwarten. Wenn wir dann nochmal auf die Böenberechnung vom Donnerstag schauen, das ist jetzt vom ECMWF von gestern Abend. Wenn ihr das Video schaut, gibt es entsprechend schon eine neue Berechnung. Das ECMWF hat für den Norden, speziell so für die Nordseeküste und Ostseeküste, mal so Böen um die 100 km/h drin. Also das deutet schon mal darauf hin, dass es wahrscheinlich dann schon relativ stürmisch dann am Donnerstag in Richtung Norden werden könnte. Und das sehen wir auch, wenn wir uns die letzte Karte jetzt anschauen, der Ensembleberechnung mal als Beispiel für Rostock. Da sehen wir, dass es ja schon mal erste Zuckungen so zum Mittwoch gibt. Also da hat ja auch das GFS schon mal diese Möglichkeit einer Sturmlage drin. Und zum Donnerstag wahrscheinlich dann doch relativ sicher viele Lösungen oder fast alle Lösungen gehen in Richtung Sturm mit Böen so über 70 km/h, Hauptlauf sogar über 90 km/h. Wir erkennen aber auch, es gibt erstmal keine Berechnungen, die in Richtung Orkan gehen, also Richtung 120 km/h. Also das muss man noch mal ein bisschen weiter verfolgen. Freitag, Samstag wird es dann entsprechend unsicher. Das war's von mir. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Am Wochenende wird euch Fabian mit weiteren Videos versorgen und das Ganze dann auch in Sachen Sturm in nächster Woche im Blick behalten. Tschüss.